Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge LS19 auf der Hofbergmann. So, das Feld hat die letzte Folge abgedroschen im Off. Jetzt, Entschuldigung, jetzt wollen wir das Zeug vorklingeln. Wir haben geladen Sojabohnen. Da bietet die Kornmühle das meiste. Jupp, die Kornmühle bietet das meiste. Also auf zur Kornmühle. So, können wir zwar nicht zu Dingsbums machen, hier das sagt schon zu. Das Müll entfallen. Sehr Schrot. Jetzt habe ich die Getreideschrot, aber verkaufen können wir es da. Aber oh, müsste man gucken, ob man bei Global Company das selber zukaufen kann. Bei einigen Mods ging das, ich weiß auch nicht, ob der Andi das auch so hier eingebaut hat. Das sind Fragen über Fragen. Was ist denn Andi, wollte ich auch mal was fragen noch? Oder auf dem Discord-Server mal nachfragen, ob es bei anderen auch so ist mit dem mit der Käsemaschine, dass ich die immer manuell selber starten muss nach jedem Spiel beenden. Oder ob bei mir eventuell ein Mod querschießt. Das kann ja auch sein. Obwohl ich eigentlich keine Fehlermeldung, soweit ich weiß, habe. Aber nur nicht perfekt. Was ich jetzt über die Zeit, seit ich ein LS spiele, gerade auf 17er oder jetzt der 19er, gelernt habe, die meisten Fehler verursacht der User selber, indem man sich mit irgendwelchen Zeug im Mod-Ordner zuballert. So, jetzt haben wir heute Montag, wo ihr die Folge seht. Bei mir ist ein anderer Tag noch, bin ein bisschen im Vorproduzieren, aber die Folge erscheint ja am Montag. So wäre es noch einen Tag bis zum DLC, für mich sind es noch ein paar Tage länger. Also nicht wundern, wenn am Dienstag, also morgen Folge dann Hofbergmann, noch kein Glasdrescher da ist, weil das DLC habe ich zu dem Zeitpunkt noch nicht. Und ich denke mal vor Montag, also Dienstag früh, 0 Uhr wird da nichts passieren in Sachen Download. Gucken wir mal. Der Verkauf war hier. Wir gucken dann mal, ob wir das Zeug hier vorklingeln können. So. Ich habe es jetzt für eine Abkippseite überhaupt drin. Links. Müssen wir ein Stück rüber schnipsen. Ja, sonst geht das schief mit links. Jetzt haben wir es so und raus damit das Zeug. Abdeckung schließen. Ne, haben wir nichts. Ja, aus dem Rohr kommt hier nichts da oben. Ja, die Kohle lohnt sich, das lohnt sich. Knappe 30.000. Weil da war doch etwas mit Befüllung starten. Ja, Getreideschrott kann man doch hier kaufen. Kaufen wir nochmal einen Anhänger. Ja.
Für 7000, das ist gut, dass wir den ja kaufen können. So. Da können wir nämlich nochmal das Dingsbums zum Frauen hier zum. Na, sag schön. Zum. Wo wir das andere Zeug geladen haben. Und fürs Vorderband rüberkommen. Nochmal voll machen. So können wir nochmal 25.000 etwa verklingen, 35 sogar. Könnten wir dann nochmal hier in Kredit stecken. Mein Ziel ist immer so, das Geld bei 50 festzuhalten. Na, ich bin falsch gefahren. Egal. Eh später gemusst, aber egal. Wir fahren mal hinten rein beim Silo-Stützpunkt. Was ist jetzt los? Dann holen wir unser flinkes Vorderband. So, hier ist offen. Und da machen wir noch einmal voll hier mit Kartoffeln. Das Vorderband steht noch drüben, obwohl ich weiß. Vorderband hier läuft, muss man mal gucken, hat schon wieder eingeschalten, wie es aussieht. 20% noch, dauert noch ein bisschen, bis der Käse fertig wird. Kramer, Drescher, den könnte man irgendwann mal wegräumen. Machen wir es gleich alt, vielleicht ist das so. Den räumen wir gleich weg, falls er ewig rumsteht. Muss das mit dem Vorderband nur 2 Minuten warten, ist auch nicht so tragisch. Das mit dem Treiberschrott kann ich noch ein bisschen warten, erstmal ansehen mit unseren Felsen. Würde ich jetzt mal sagen, dass wir unsere Felsen wieder bestellt kriegen. Ist jetzt meine Meinung dazu. Dann gucken wir mal, was neben Sojabohnen jetzt noch die meiste Kohle bringt. Schnappen wir uns nämlich den Johnny und dann machen wir hier los mit Ansehen. Egal, liegt ein bisschen schief drauf, aber selten passt schon. Geht nicht, okay. Aber Drescher kann man zusammenklappen. Zum Waschen schicken oder geht da noch mal immer? Geht so. Immer kann man Dreck schon mal einstellen. Bis zur nächsten Erntesaison. Einmal nicht gewaschen, verträgt er schon.
So, Dilly. So, mal wieder Querfeld eingeschnippt, schnell mal kurz, mal flink. Drückst du mal hier so ein bisschen. Noch geil das. Und da so schön tricksen können. Dich brauche ich jetzt genau dich. So, Frontlader geht. So, Frontlader kommen wir mal ab. Wenn wir uns nicht durchkommen, oder? Ist schlecht, aber ich versuche es trotzdem. Störung da. Passt. So, das Gewicht uns geschnappt. Dann bei Gelegenheit werde ich mir noch eine Handvoll Kälber schnappen. Das wäre jetzt Kredite zurückzahlen. Ich werde mir ein paar Kälber schnappen. So 3, 4 Kälber uns holen, die wir dann vermehren lassen. So machen wir das. So ist der Plan. Schon 2,50 Kartoffeln, aber ich hole ja dann gleich neue. Unten ist immer Weizen und oben müssen wir was anderes noch ansehen. Wir fangen oben an. So, gucken wir mal in der Preisübersicht, was bringt es meist, was meinst du denn? Raps. Oh ja. Raps müsste das sein. Ins Dreier. Raps mit 1,3. Also Raps. Raps. Jawohl. 1,3, wenn man das hält. Sag mal, alles, was hier bei 1000 ist, ist gut. Vorkommen, dann lass das einen Helfer machen, so weiter. Ich fordere dann eine Handvoll Kälbchen holen. Ich finde dann eigentlich auch, mache ich hier die erste Bahn, den nächsten Helfer an. Hier unten nutzen wir Bahn Vorgewinde.
Bahn vorne am Baum, dann müsste es klappen. Und dann schicken wir mal ganz schnell mal flinken Helfer los derweil. Und wir gehen dann ein paar Kälbchen kaufen. Das nenne ich doch Plan. So. Jetzt noch nicht. Kursfeld einspeichern, aber es wird auch die nächste Folge werden mit den Kühen, mit den Kälbern holen. Bum, 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 bum. Quatsch. So, oder mal schauen, was ich gerade auch wieder Versatz drin. Ach Mensch. So, jetzt aber. Ach man, wenn es mal schnell gehen soll mit dem blöden GPS, wird es brühe. So, jetzt haben wir. Den Meter haben wir drin. Gut. Vorne bis zum Baum, ziehen wir hier raus rum. So,
Aber wir sind schon leider wieder am Folgenende angekommen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Däumchen da, denn ich bin raus. Ciao, ciao, sagt euer Yasuo.